Die Besonderheit alleine ist keine Krankheit. Krank sind Menschen mit Down-Syndrom, wenn sie Husten oder Schnupfen haben oder wenn sie sich ein Bein gebrochen haben, dann brauchen sie medizinische Hilfe, aber Kinder mit dieser genetischen Besonderheit sind nicht zwangsläufig krank. Adam und Zacharias sind eineiige Zwillinge mit Trisomie 21. Frank und Simone Prottengeier erfuhren es erst bei der Geburt. Damals war es ein Schock. Die Diagnosevermittlung war ein wenig, ja, das Auto fährt halt jetzt nicht so wie die anderen. Müssen jetzt einfach mal in eine Werkstatt fahren und ein wenig Selbsthilfe und so und dann Pech gehabt. Also so haben wir uns gefühlt zumindest. Danach kamen die Zwillinge für eine Herz-OP ins Uniklinikum nach Erlangen. Da kam einfach jemand rein, hat mit mir geredet. Und ich war so unter so vielen Schockmomenten gestanden, dass ich überhaupt nicht mehr einordnen konnte, ist das jetzt jemand, der hier eigentlich sonst die Lichter repariert oder ein Professor oder jemand, der den Müll rausholt. Also es war mir eigentlich egal, aber er hat einfach sich Zeit genommen und sich mit uns unterhalten und einfach den Ist-Zustand aufgenommen. Der Mann heißt Holm Schneider und ist Professor für Kinderheilkunde am Uniklinikum Erlangen. Er berät Eltern vor und nach der Geburt. Ja, ich versuche allen Eltern zu ihrem Kind zu gratulieren, ganz unabhängig davon, was da für eine Diagnose im Raum steht. Ich mache das ganz bewusst bei Kindern mit einer vermuteten Besonderheit. Einfach damit die Eltern merken, diese Kinder sind genauso willkommen wie andere Kinder auch. Behindert, sagt Schneider, ist man nicht. Behindert wird man. Ich kann den Buben gegenüber kein Kind vorher noch über den Prüfstand fahren und sagen, okay, Test bestanden, du darfst jetzt auf die Welt kommen. Das geht nicht. Also, habe ich den Mut zum Leben oder nicht? Das ist die einzigste Frage. Ich berate durchaus ergebnisoffen, aber nicht neutral. Und ich wüsste auch nicht, wie das gehen sollte, denn als Kinderarzt habe ich immer ein therapeutisches Konzept im Kopf. Ich kann also gar nicht wertfrei beraten. Hinzu kommt, dass ich jede Menge Kinder kenne, die trotz Handicap ein glückliches, ein gutes Leben führen. Michaela Richter brachte vor einem halben Jahr Sohn Jonathan auf die Welt, trotz ihrer Ängste. Ich dachte eigentlich, mein Leben ist vorbei danach, wirklich. Man denkt da, das Leben ist vorbei, wenn man ein behindertes Kind hat. Und er hat gesagt, nee, das Leben ist nicht vorbei, es geht jetzt erst richtig los. Bei einem Kind mit Trisomie 21 haben sich die Aussichten nach der Geburt kolossal geändert. Vor 30 Jahren etwa hat man bei diesen Kindern zum Beispiel Herzfehler noch nicht operiert. Heute tut man das und seitdem ist die Lebenserwartung dieser Menschengruppe ganz gewaltig gestiegen, von etwa 9 Jahren auf über 60 Jahre heute. Das liegt einfach daran, dass man sie medizinisch so versorgt wie alle anderen auch. Von den Eltern mit Trisomie 21-Prognose entscheiden sich ungefähr 10% für das Kind. Bei den Eltern, die Schneider berät, sind es ihm zufolge fast 80%. Ich würde Frauen, die mit dieser Entscheidung ringen und dann kein Ja zu ihrem Kind finden, niemals verurteilen. Also ich arbeite nicht damit, jemandem ein schlechtes Gewissen zu machen. Ich versuche, Mut zu machen zum Ja fürs Kind.